Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Wir greifen jetzt mal Erika einfach wild von der Seite an. Na ja gut, da sie eine Frau ist, sprechen wir sie erst einmal an und fragen sie höflich nach einem Kampf. Hallo. Schönes Wetter, nicht? Einfach herrlich. Ich könnte gleich einschlafen. Ich heiße Erika. Ich bin die Arenaleiterin von Prismania City. Wirklich? Den ganzen Weg von Johto? Wie nett. Oh, entschuldige. Ich wusste nicht, dass du gegen mich kämpfen willst. Nun gut, ich werde jedenfalls nicht verlieren. Das werden wir sehen, meine Gute. Das werden wir sehen. Erika, mit 4 Pokémon. Und ich verspreche dir, ich setze bloß 1 ein. Okay, sonst habe ich diesen Kampf offiziell verloren. Ist das ein bisschen großkotzig? Könnte sein, dass das leicht übertrieben ist. Aber Wolpe hat keine schlechten Chancen. Allerdings sind die Pokémon auf einem sehr hohen Level. Und die werden bestimmt mit Statusveränderungen ein bisschen rumspielen. So wie mit Schlafpuder oder Giftpuder oder Stachelspore oder... Ja, mit diesem Zeug, ne? Mit all diesem Zeug. Meine ich. Okay, Sarzenia. Sarzenia haben wir auch schon ein paar hinter uns. Es könnte reichen, ein Flammenwurf. Doppelt so effektiv ist dann bei der Stärke 190. Durch Feuer, dass wir vom Typ sind, wird es noch ein bisschen stärker. Ja, das sieht ganz gut aus, glaube ich, hier, ne? Sie hatte doch auch noch ein Popunga, wie niedlich. Soll ich Pikachu wieder einsetzen? Nein, lassen wir jetzt mal. Auch wenn ich nicht weiß, ob Popunga irgendeine Attacke kann, die was abzieht. Außer Tackle vielleicht. Doch Dreschflegel kann es, glaube ich, oder? Kannst du nicht sogar Dreschflegel? Sowas in die Richtung? Aber das ist ja dann auch typisch Carpador, ne? Carpador kann auch plus Platscher, Tackle und Dreschflegel. Level 31. Und irgendeine Attacke kann es, glaube ich, nachher später noch. Und Bluebella. Früher war es ein Giflor, jetzt ist es ein Bluebella. Ich kenne Bluebella. Bluebella ist scheiße. Naja, deins kann wahrscheinlich... wie heißt es? Solarstrahl. Kann es wahrscheinlich schon... Kümmert mich gar nicht. Okay. Blättertanz, ja. Es. Genau sowas sollte es können. Unser Kraut sollte Blättertanz können. Aber nein, hielt es ja nicht für nötig. Nö, muss nicht sein. Okay, komm, Smog. Spielen wir ein bisschen mit dir. Der Arena-Kampf war jetzt relativ fix, würde ich mal behaupten. Na gut, war sehr effektiv. Und somit ist der Kampf vorbei. Wolpe erreicht noch Level 43. Nett, nett, nett. Spezialangriff von 112. Ja, kann sich sehen lassen. Yes, Leiter Erika haben wir besiegt. Und ja, dann mal schauen, was wir jetzt als nächstes machen, ne? Oh, ich gebe mich geschlagen. Du bist außergewöhnlich stark. Ich gebe dir den Farborden. Tu das. Yeah. Das war ein herrlicher Kampf. Das spornt zu neuen Taten an. Ich bin zu nur einer einzigen Attacke gekommen und die hat jetzt 10 KP oder so abgezogen. Aber es war großartig. Nimm bitte diese TM an. Es ist Gigasauger. Du kannst es deinem Bluebella beibringen, das nicht mehr in deinem Team ist. Oh, du brauchst diese Attacke also gar nicht mehr und ich gebe sie dir viel zu spät? Oh, das wusste ich nicht. Das tut mir leid. Pff, dich. Das ist eine schöne Attacke. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird zur Heilung deines Pokémon verwendet. Verwende sie, wann immer du möchtest. TM19 erhalten. Und ja, eine Niederlage ist nicht sehr angenehm, aber es ist ein Ansporn dazu, sich mehr anzustrengen, wenn man weiß, dass es starke Trainer gibt. Ja, aus Niederlagen kann man sehr großartig lernen, finde ich auch. Das sollte auch jeder sich zu Herzen nehmen. Okay, mich interessiert mal, ob irgendwer Gigasauger könnte. Vielleicht ja das Attackenwunder Okta. Mal gucken. Jetzt sind wir schon vorbeigeblättert. Raub ganz sicher nicht. Ah, da ist es doch, Gigasauger. Okay. Okay, dann zeig mal. Zeig mal. Nö, kann niemand. Okay. Nutzlose Attacke für uns. Und unser Team. So, die Frage ist, wo jetzt hin?
Was ist als nächstes dran auf unserer Liste? Wir können ja mal ähnlich überlegen, wie es in den Kommentaren überlegt wurde. Und zwar, Pausbacke ist, glaube ich, noch nicht bereit für Misty. Was haben wir denn noch für Arena-Leiter? Insgesamt 5 Stück, die wir uns auswählen können, glaube ich, weil Gary in Latania City kommt, glaube ich, erst, wenn wir alle anderen Orden haben. Ich muss mal kurz überlegen. Dann hätten wir Major Bob noch. Das wäre für Nervsauger okay. Wen hätten wir noch? Dann hätten wir in Kogas Arena. Koga war ja allerdings bei den Top 4. Das heißt, da erwartet uns jemand Neues. Das wäre wahrscheinlich Gift oder so. Oder Psycho hat sie dann, glaube ich. Oh, jetzt habe ich schon gespoilert, dass es eine sie ist. Sorry. Dann hätten wir noch Sabrina. Psycho wäre das. Das wäre noch was für Wolpe. Oder auf der Zinnoberinsel. Ich würde sagen, da da Saffronia City gleich in der Nähe ist. Oh, kriegen wir hier noch ein geheimes Versteck, geheimes Item. AP Plus ist super. Würde ich sagen, habe ich schon gesagt, dass wir nach Saffronia wollen? Ja, ich glaube schon. Wir fahren jetzt nach Saffronia City und besiegen Jasmine. Die kleine gute Jasmin, die ja jetzt mittlerweile auch schon 3 Jahre älter ist als damals. Ich glaube, sie war relativ jung. Damals. Die jüngste Arena-Leiterin, oder? Wenn ich mich nicht irre. Wobei, nee, Gary war ja kein Arena-Leiter. Gary war ja Champ und der war ja wahrscheinlich so alt wie wir, also 10. Keine Ahnung, wie alt Jasmin ist, beziehungsweise war. Falls das einer weiß, unerwarteterweise, könnt ihr es ja natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn ich dieses Mal nicht damit rechne. So. Wollen wir uns schon heilen? Ich glaube nicht. Außerdem wollen wir uns in Saffronia City mal ein bisschen umgucken. Die Zentrale von Silphco und der Magnetzugbahnhof sind sehenswürdige Orte in Saffronia City. Die Zentrale von was? Habe ich schon wieder vergessen. Die Höhlen stürzen leicht ein. In letzter Zeit sind einige Höhlen verschwunden. Wie die Höhlen vor Azuria City. Für einen Profi-Wanderer ist das Grundwissen. Okay. Im Norden von Lavandia City ist ein großes Kraftwerk. I know. Da war ich schon. Dafür ist der Magnetzug wichtig. Wer bist du denn? Du kommst aus Johto? Mit dem Magnetzug bist du ganz schnell wieder zu Hause. Oh, danke. Ich hatte schon Heimweh. Haus von Mr. Psycho. Du gibst uns Psychokinese, ne? Und dann gib mal her. Du wolltest es so. Grandios. TM29 Psychokinese, sie kann die Spezialwerte des Gegners senken. Okay, kann das jemand lernen? Psychokinese ist ja eine sehr coole Attacke, finde ich. Oh nein, niemand kann es. Schade, schade, schade. Na gut. Dann radeln wir mal weiter. Was haben wir hier jetzt noch so? Oh, Silph Corporation. Das ist die Silphco, berühmt für ihre Pokémon-Artikel. Team Rocket wollte sie wegen dieser Waren für sich nutzen. Vor 3 Jahren. Und dann kam ein junger Held und hat die Silphco befreit. Willkommen, das ist das... ich bin eine Frau. Das ist das Bürogebäude der Silphco. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so eine männliche Stimme hatte. Nur das Personal hat Zutritt zu den oberen Geschossen. Aber da du nun schon mal da bist, gebe ich dir dieses hübsche Souvenir. Upgrade. Oh. Das ist das neueste Produkt der Silphco. Das gibt es noch nirgends zu kaufen. Macht das eigentlich auch irgendwas, außer dass man, wenn man es Porygon gibt und es dann tauscht, dass es sich zu Porygon 2 entwickelt? Hat es da auch irgendwie einen anderen Effekt? Muss ja, sonst ist es ja relativ sinnlos, oder? Eine mysteriöse Box der Silphco, okay. Bringt tatsächlich nichts. Gut, dann hätten wir die Silphco auch durchgemacht. Ich glaube, auf dem Pokémon Gelb Let's Play dauerte das leicht länger. Die Nachahmerin sieht unglücklich aus. Sie hat ihre Lieblingspokepuppe, Pipi, verloren. Ey, weißt du, wie viele Puppen ich habe? Ich kann ihr alle geben, wenn sie will. Alle, jede einzelne. Ich finde es unheimlich, wenn ich zum ersten Mal einen engen Gang betrete. What? Nochmal. Ich finde es unheimlich, wenn ich zum ersten Mal einen engen Gang betrete.
Okay. I don't understand. Hier wohnt wahrscheinlich die Nachahmerin. Oh, stimmt. Hytera. Oder Hytera. Die Weiterentwicklung von Chanera. Vor kurzem hat sie ihre Pokepuppe, die ihr ein Junge vor 3 Jahren geschenkt hat, verloren. Ihre Nachahmerei ist seitdem sogar noch besser geworden. Das ist cool, dass man das hier auch eingebunden hat. Da musste man ihr, glaube ich, eine Pokepuppe schenken, ne? Meine Tochter macht gerne Menschen nach. Dieses Hobby hat ihr den Spitznamen Nachahmerin eingebracht. Aha. Hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Hi, ich habe gehört, dass du deine Lieblings-Pokepuppe verloren hast. Gibst du mir einen Fahrschein, wenn ich sie finde? Ich suche sie für dich. Du glaubst, sie auf dem Weg nach Orania City verloren zu haben? What the... Keine Ahnung, ich habe eben auch nicht durchgeblickt. Bitte? Ich soll dir nicht sagen, was du zu tun hast? Aber ich mache mir wirklich Sorgen. Was, wenn jemand sie findet? Auf dem Weg nach Orania City? Da gibt's doch diesen Tunnel, ne? Moment, das mag ich mir jetzt mal noch genauer angucken. Es geht doch hier unten einfach nach Orania City. Vielleicht liegt die hier irgendwo. Ist das eine Andeutung darauf? Wo ist der Detektor? Reagiert nicht. Hier oben vielleicht? Nochmal. Detektor. Reagiert nicht. Hier oben. Detektor. Reagiert wahrscheinlich auch wieder nicht. Und das hier ist zu. Nee, wo geht denn das hin nochmal? Moment, ich muss kurz überlegen. Orania City. Azuria. Stimmt. Moment, ich guck nochmal. Ich wollte nämlich eben gerade mit Select den Detektor aktivieren. Okay, ein letzter Versuch. Und zwar hier. Und wenn jetzt hier nichts ist, hast du Pech. Dann soll es mir egal sein. Reagiert nicht. Okay. Dann... Lass mich... Ah, ich hasse das Fahrrad. Es ist immer so schwer zu steuern. Finde ich, weil es immer einen Moment braucht, bis es losfährt. Das ist immer richtig schwer, einen Schritt zu machen. Finde ich zumindest. Was ist das hier? Ach, der Magnetzug. Puh, wie oft bin ich von Kanto nach Johto und zurückgefahren? Bevor der Magnetzugbahnhof erbaut wurde, stand dort ein Haus. Ein kleines Mädchen, Nachahmerin genannt, lebte dort. Hallo, hast du einen Fahrschein? Ich habe einen. Alle Einwohner in Saffronia City, die den Magnetzug benutzen, haben einen Fahrschein. Abfahrt nach Dukatia City in wenigen Minuten. Steigst du auch ein? Jo. Es tut mir leid, aber du hast keinen Fahrschein. Okay, ich glaube, da müssen wir die Puppe doch besorgen. Das dann allerdings im nächsten Part. Bis dahin und tschüss.